Jo meine lieben Freunde, was geht und willkommen zu diesem Video. Heute seht ihr endlich mal den Grund, wieso wir alle so gespannt sind und fast heulen könnten. Und wieso ich auch die letzten Folgen immer verkackt habe. Wir haben nämlich ein kleines Projekt nebenbei in ARK. Und ich hoffe, dass ich heute auch endlich mal die Synchronität hinkriege. Ich habe da gestern ein bisschen was verplant leider und eine Audiospur nicht aufgenommen gehabt. Und zwar die bei Shadowplay. Und eigentlich zwar gedacht, wenn ich jetzt beim Webcam-Programm meinen Sound aufnehme und den dann auch verwende, dann müsste das ja eigentlich synchron sein. Nur irgendwie leckt das Ding wie Scheiße, heißt, ich werde jetzt mal versuchen, das dann irgendwie anders zu synchronisieren. Sehen wir dann. Da hinten gibt übrigens gerade Jimmy rum. Naja gut, und wir eiern jetzt mal los. Eigentlich können wir auch das mal gerade so machen, denn da vorne seht ihr ja schon ein Gate. Ja, ne, ganz normales Gate. Da kommt noch ein bisschen was rundum. Ne, 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 nichts spoilern. So. Und wir haben uns gedacht, wir bauen mal woanders. Nach wie vor. Ja, ne. Kleine Bauprojektchen, würde ich mal sagen. Hier kommt überall noch Railing rum. Nur Magus, der das eigentlich machen wollte, ist gerade nicht da. Hier stehen schon die ein oder anderen Viecher, in denen ich mich natürlich erstmal festhänge. Und ich bin tot. Ne, bin ich nicht. Wo ist mein Garm? Kommst du? Gut. Fail 1.1. Ne, Garm steht neben mir. Holy fuck. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder oben oder nee, machen wir das mal gerade kurz improvisiert, ein bisschen mit Artemis. Ja genau, Artemis, der Vogel vom Stream. Wer den Stream verpasst hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kann den, wenn ich das nicht vorher aktiviert habe, auch nicht hinterher zum Schauen auf Twitch freischalten oder sonst muss ich ja mal gucken. Fliegen wir einfach wieder hier oben hin und dann läuft der Hase. So, wie gesagt, wir machen noch mal irgendwann was mit dem Wolf, nur der muss noch ein bisschen leveln, sonst verreckt er zu schnell und so lange können wir auch mit dem noch nichts machen. So, jetzt laufen wir also hier noch mal entlang und ja, ihr seht ja schon, es ist halt vor allem das übelste Gefrickel, solche Sachen auf Pillar zu bauen. Irgendwann werden wir hier die Pillar noch so machen, dass sie nicht mehr durch den Boden durchschauen. Und jetzt geht es halt hier hoch, geht hier hoch, geht hier hoch, geht hier hoch. Gut, hier haben wir jetzt noch nicht ganz fertig gebaut. Dafür farmt Jimmy gerade noch parallel, aber das ist jetzt schon wieder so absolut on point aufgenommen, sonst kriege ich es nämlich nicht mehr hin. Durch Nacht und Nebel, das ist eigentlich gerade eh voll cool. Passt richtig gut. Eiern wir nämlich jetzt hier mal durch und so weiter und so weiter. Ja, also wie gesagt, dieses Bauprojekt ist halt einfach, ja, eh schon was Langwieriges und für drei Leute eigentlich auch echt verdammt viel. Also ich meine, wir haben jetzt da, keine Ahnung, geschätzt 100.000 Holz verbaut. Gerade halt wegen diesen ganzen Hilfskonstruktionen und so weiter, die man dann teilweise braucht, wegen den Rampen und so weiter. Ich bin jetzt auch kein absoluter Profibauer. Also zu vielen Sachen schauen wir dann halt auch noch Tutorials und sonst irgendwas an. Also wie gesagt, zum Beispiel die Pillars dann nicht durchschauen zu lassen. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Das Blöde ist halt nur, das kostet halt noch mehr Ressourcen jetzt erstmal. Und weiß nicht, da habe ich gerade im Moment keine Lust drauf. So. Gut, dass man jetzt so viel sieht von dieser wahnsinnig schönen Bucht. Da muss ich euch gleich mal noch irgendwie das Ganze zeigen, wenn es Tag ist. Vorne seht ihr ja schon den Rex rumstehen. Das war unser Ares. So, der jetzt auch seine Painting bekommt. Da ist Chili con Carne, Olaf, Opi, auch Iskramois am Start. Dora, Gertrud, Mechthild, keine Ahnung, oder Mechthild und Gertrud. Hier ist irgendwo der Dungbeetle. Da sind Skorpionen. Und weißt du, was so schön ist bei dem Regen hier? Gehen wir doch mal in unsere Strandbar. Wir haben nämlich hier so, ja, angefangen, einfach ein bisschen was Hübsches hinzubasteln.
Da wird man sich später auch wirklich hinsetzen können und was trinken. Irgendwer, ach ja, genau. Hier haben wir unseren Mord- und Pestel-Assistenten Paul. Und ja, ich denke mal, also hier werden jetzt dann noch Fässer hinkommen. Hier und hier oder wahlweise hier dahinter. Keine Ahnung, wie groß die Dinger sind. Ja gut, die Theke gibt es eh schon, diese Bank. Weiß nicht, ob die bleibt. Können wir uns aber auch mal ganz gechillt hinsetzen. Und ja, machen wir das mal so. Ja, okay, gibt gemütlichere Sachen, aber ist mir jetzt gerade egal. So langsam geht die Sonne über der Bucht auf und wir nehmen, haben wir hier unten noch irgendeinen Flugdino? Ah ja, da hinten sitzt Hera rum. Oder Willi. Ja, genau, Hera 1.1. Ach ja, ich habe es übrigens geschafft, Hermes 2.0 auch noch sterben zu lassen, weil ich einfach mal AFK gegangen bin, von der Base, wo dann plötzlich ein Rudel Wölfe vorbeikam. War nicht so cool. Gehen wir mal noch ein bisschen auf Melee Damage. So, fliegen wir mal hier raus. Da hängt ein Bronto drin. Naja, gut. Also, ihr seht es ja schon. Diese Halbinsel da ist jetzt im Endeffekt erstmal von uns geclaimed. Ich meine, ihr seht ja auch, das ist eine riesen Halbinsel. Also, allein deswegen schätze ich mal, werden früher oder später noch Leute dazukommen. Klar, wir können jetzt auch kein Riesengebiet für uns claimen, aber genau deswegen sind wir auch so weit weggegangen. Wir haben lange gesucht nach diesem Ort und naja, na, zum Beispiel gestern ist das Ganze uns halt auch ein bisschen dazwischen gekommen. An der Stelle nochmal sorry für auch den ganzen Blödsinn gestern. Ich meine, das war einfach irgendwie so eine Folge. Ich wollte halt irgendwie noch was reinballern. Auch mit der Folge heute bin ich eigentlich nicht zufrieden. Ich hätte halt gerne mehr in meinen Folgen. Irgendwie so einen gewissen Mehrwert halt im Endeffekt. Und es funktioniert aber leider irgendwie nicht, wenn ich ja halt parallel hier am Bauen oder sonst irgendwas bin. Ich werde euch jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen Brückenbau, Timelapse hinten dran klatschen. Dann seht ihr halt einfach auch mal noch so ein bisschen, was das teilweise für ein Gefrickel war, das hinzubauen. Thank you.
Und ja, schlussendlich werden wir wahrscheinlich noch zwischen hier und hier drüben, beziehungsweise ja wahrscheinlich einfach hier irgendwo dran, durchs Wasser was bauen. Das kann ich euch ja auch gleich mal zeigen. Da können wir mal den Fisch von gestern verwenden und mal meinen Hart wieder anmachen. Wo wir vorhaben, das zu bauen, kann ich euch ja da eigentlich auch gerade noch zeigen. So. Der Plan wird dann nämlich wahrscheinlich sein, hier Behemoth Gates reinzustellen, zum Beispiel, also jetzt so circa von hier bis hier drüben, einfach alles mit Behemoth Gates vollballern. Und dann kann man halt da auch raus. Ich denke mal, man kriegt normalerweise auch Moser oder sowas durch. Danke übrigens für die Tipps. Man kann anscheinend Moser und Plesion nicht an die Wasseroberfläche ziehen. Wir müssen uns also noch irgendwas überlegen, wie wir die tamen wollen. Beziehungsweise ich werde mir halt einfach mal Videos angucken und ja. Allgemein haben wir ja jetzt eine Marinebase eher. Und ich sollte mal nicht so viel tauchen, weil ich habe nur 100 Oxygen. Naja gut, das Ding ist auf jeden Fall, wir sind hier fleißig am Basteln. Es wird wahrscheinlich, ja, am Samstag in dem Stream, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir da noch nicht dieses Überprojekt machen, was wir, oder, also, Überprojekt ist jetzt auch relativ, aber es wird ganz cool, sondern dass wir halt in der Zeit jetzt einfach hier nur noch bauen und so ein paar Sachen hier schon zusammenbasteln, was wir halt vorhatten. Allgemein bin ich aber halt ein großer Freund von so kleinen Bungalows am Strand. So, also das Ding ist ja, ihr seht ja jetzt auch schon hier am Strand, ist jetzt natürlich auch noch nicht krass viel gebaut. Wir haben natürlich noch einiges in Planung, wie auch da oben. Frage ist halt nur, ob wir das wirklich alles selber zugebastelt kriegen. Und das Ganze soll ja schlussendlich dann auch irgendwie bevölkert aussehen, also finde ich jetzt zumindest. Aber wenn denn hier mal irgendjemand sozusagen von uns, sagen wir einfach mal geduldet, obwohl das klingt dann irgendwie ein bisschen behindert, aber naja, ihr wisst schon, also jemand hier halt sozusagen von uns ausgehend auch bauen und miteiern darf, dann weiß nicht, wird es noch ein bisschen dauern. Und schon auch ein paar Vorgaben wahrscheinlich halt haben, also was weiß ich, so sich ein bisschen an unseren Stil anzupassen. Weil ich meine, es ist halt irgendwie ein bisschen behindert, hatte ich ja vorher eigentlich auch schon gesagt, wir bauen halt ja schon in näher halt etwas, ja gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt mittelalterlich, aber schon so von der Zeit her ungefähr so in 15 bis 1800 anzusiedeln und jetzt halt nicht so übel modern wie, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt der Hafen, den halt Izzy dahin klatscht. Also, keine Ahnung, wenn, dann muss einem halt sowas irgendwie auch gefallen und ich habe halt jetzt auch keinen Bock, also hier, keine Ahnung, einfach nur so einen fetten Klotz stehen zu haben. Also, ja, weiß nicht. Aber wie wir die Leute dann auswählen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das überlegen wir uns dann noch. Dementsprechend, also, wer jetzt irgendwie in den Kommentaren krass am Rumtryharden ist, von wegen, ich will unbedingt da bauen und mitspielen und sonst irgendwas, verringert seine Chancen hier zu bauen wahrscheinlich eher mit den Kommentaren, weil ich halt auch keinen Bock drauf habe, dass jetzt damit dann immer alles zugespielt wird. Und es ist halt wirklich Safe Call, nix. Also bitte schreibt einfach nicht, dass ihr hier bauen wollt, okay? Das erleichtert uns und euch vieles. Ja. Und keine Ahnung, ich würde sagen, der Samstags-Livestream ist in meinen Augen wahrscheinlich ein Baustream, oder? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir es bis dahin nicht geschissen kriegen, irgendwie hier fertig gebaut zu haben und dann müssen wir ja im Endeffekt am Samstag noch bauen. Jetzt warte mal, bist du am Samstag nicht am Start oder Marco ist am Samstag nicht am Start oder ihr beide nicht? Oder? Ah, okay. Aber du bist am Start. Sehr schön. Das freut mich. Es könnte übrigens auch sein, dass wir vielleicht ganz spontan morgen noch einen Rex holen, also für die Folge von morgen, weil wir da vorher einen gesehen hatten, aber da bräuchten wir jetzt erstmal noch Prime Meat Jerky. Na gut,
Ja, wie auch immer. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal irgendwie in den Schnitt setzen. Ja, Kinnerts, das war es auch schon wieder für heute. Eine etwas komische, kurze Folge. Und weiß nicht, wir werden dann morgen ein wenig weiter bauen. Oder wahlweise einen Rex tamen oder vielleicht auch beides kurz anschneiden. Morgen wird auf jeden Fall mal wieder eine etwas aufwendigere Folge. Und irgendwie, glaube ich, der Bronto, der hier gestern vorbeikam, hat hier einfach mal übel die ganzen Tische und Stühle und Zeug zerfickt und auch die Fackeln sind hier voll am Arsch. Naja, okay, wie auch immer. Also, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr eine Bewertung da lassen. Wenn nicht, dann auch. Und joa, ihr seht ja, wir hatten ein bisschen was zu tun. Also jetzt geht's dann gewohnt wieder weiter und ihr seht jetzt dann auch, was ich mache. Ja gut, ne? Tschüss.